Arzneiform. Arzneiform ist die Form, in der Arznei gegeben wird. Arzneiform wird auch genannt die sogenannte galenische Form. Es ist die Zubereitung, welche aus dem Arzneistoff besteht und den zugesetzten Hilfsstoffen. Man kann unterscheiden flüssige Arzneiformen, feste Arzneiformen, halbfeste Arzneiformen und weitere Arzneiformen. Es gibt flüssige Arzneiformen, wie zum Beispiel die Lösung, der Sirup, der Saft. Als flüssige Arzneiformen gibt es auch Tinktur und Tee. Man kann auch die Injektions- und Infusionslösung wird als flüssige Arzneiform bezeichnet. Dann kann man sagen, es gibt die festen Arzneiformen. Da gibt es zum Beispiel Puder und Pulver. Dann gibt es Granulat und Tablette. Es gibt die Filmtablette und es gibt das Trajet. Es gibt auch noch Gelatinekapseln. Es gibt die Pille, es gibt die Globuli. Von einem veganer Standpunkt aus sollte man darauf achten, bei Gelatinekapseln, dass die Gelatine vegetarisch bzw. vegan ist. Es gibt die halbfesten Arzneiformen, wie zum Beispiel Suspension, Emulsion, Paste, Creme, Salbe. Es gibt auch noch Gel und Lotion. Und als halbfest gilt auch das Zäpfchen, das man eben über den Anus einnimmt. Es gibt dann auch noch weitere Arzneiformen, wie zum Beispiel Pflaster, Schmelzfilm, Spray, Inhalat und Implantat. Das ist also eine Einteilung der Arzneiformen, ist anhand fest oder flüssig und weiter. Und dann gibt es auch, man könnte auch unterscheiden, Arzneiformen, die man oral nimmt, Arzneiformen, die man sprayt, Arzneiformen, die man über den Anus einnimmt, Arzneiformen, die auf die Haut aufgetragen werden. So gibt es also verschiedene Arzneiformen, mit denen man den Wirkstoff, die Arznei, das Heilmittel dem Körper zuführen kann.